Die Secondhand-Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung sind eröffnet. Und kaum war das Team Ehrenamtlicher im Westendorfer Pfarrheim im Landkreis Augsburg bereit, drängten auch schon die ersten Kunden durch die Reihen. Immer auf der Suche nach dem perfekten Outfit für diese Faschingssaison. Damit alles so reibungslos verläuft, ist im Vorfeld ein großer logistischer Aufwand nötig. Das heißt, insgesamt sind etwa 400 Ehrenamtliche im Einsatz, und zwar nur bei der Durchführung der Faschingsmärkte. Dann gibt es noch mal 300 Ehrenamtliche, die bei uns in Ettringen im Eine-Welt-Zentrum helfen, die Kleidung aufzubügeln, das heißt auf Bügel aufzuhängen, zu sortieren, aufzubereiten und natürlich viel, viele hauptamtliche Stunden auch, nämlich die ganze Logistik, das heißt 60 Märkte zu bestücken mit 10 ausgeliehenen Lkw, mit 100 Warenträgern, Spiegeln, Umkleidekabinen, mobilen Kassen, Lautsprechern und so weiter. Und die Auswahl an Kostümen ist riesig. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene ist das Angebot breit gefächert. Bei ca. 15.000 Besuchern und rund 45.000 eingenommenen Euro im vergangenen Jahr ist auch klar, die Faschingsmärkte sind mittlerweile nach 16 Jahren, die es sie schon gibt, ein Selbstläufer. Das Geld kommt traditionell einem guten Zweck zugute. Etwa 50% der Partner entscheiden sich für ein eigenes Projekt und die anderen 50% entscheiden sich, mit den Erlösen des Projekts Aktion Hoffnung zu unterstützen. Und unser Schwerpunktprojekt ist der Aufbau von Schulen in der BK-Ebene im Libanon für Flüchtlinge aus Syrien. Aber es geht nicht nur um den Erlös. Zum Konzept der Faschingsmärkte gehört es auch, dass sich Pfarrgemeinden, Verbände und Kindergärten mit einbringen. Die Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf ist tatkräftig im Einsatz. Seit einigen Tagen schon haben sich Erzieher und Kinder mit dem Thema Teilen an Fasching beschäftigt. Sie erleben, dass eben ihre Kleidungsstücke auch weitergegeben werden können und dadurch ein großer sozialer Gedanke, füreinander Verantwortung zu übernehmen, nicht einfach Wegwerfgesellschaft zu sein, sondern auch tatsächlich weiterzugeben Kleidungsstücke. Und das Beste? Westendorf war erst der Auftakt. Noch zahlreiche weitere Faschingsmärkte im Bistum Augsburg stehen in den nächsten Wochen an. Die Termine finden Sie unter www.aktion-hoffnung.de.